Als vierten und letzten Arbeitsschritt unserer kleinen Videoserie zum Gleisbau auf der Paradestrecke möchte ich heute auf das Schottern der Gleise eingehen. In den drei vorigen Videos hatte ich gezeigt, wie ich eine vorbildnahe Gleistrasse gestalte, eine Gleisüberhöhung für ein dynamisch aussehendes Kurvenverhalten einbaue und Zweileitergleise mit unauffälligen, geätzten Punktkontakten ausstatte. Solltet ihr diese Videos noch nicht gesehen haben, findet ihr sie zusammen mit den anderen Clips vom Bau meiner Modellbahnanlage in der Playlist, die ich am Ende des Videos und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Beim Vorbild stabilisiert das Schotterbett das Schwellenband der Gleise und leitet die Lasten der fahrenden Züge gezielt an den Unterbau weiter. Im Modell hat der Schotter hingegen wieder einmal keinen technischen Zweck, sondern dient einzig und allein der Optik. Für den Privatanschluss der Brauerei hatte ich damals einen eher hellen Schotter gewählt. Hier wollte ich keine starke Verschmutzung und keine allzu große Abnutzung durch intensiven Betrieb darstellen. Für die Streckengleise hingegen wollte ich die verwendete Schotterart noch etwas variieren. Dazu habe ich vorab einige Schotterarten ausprobiert. Den gewünschten Effekt eines neu renovierten Streckenabschnitts, noch ohne stärkere Betriebsspuren, trifft in Kombination mit dem Betonschwellengleis hier wohl am ehesten der Basalt. Zumindest würde ich mir für meine frisch renovierten Gleise in etwa diese Optik wünschen. Bei den Holzschwellengleisen habe ich zunächst mit Granit experimentiert, der bereits ohne farbliche Nachbehandlung einen recht rosigen und verbrauchten Eindruck hinterlässt. Auch die Punktkontakte werden erstaunlich gut kaschiert. Im verklebten Zustand dunkelt der Schotter allerdings noch einmal einen kleinen Tick nach und das Erscheinungsbild ist für meinen Geschmack vielleicht sogar ein klein wenig zu dunkel. Daher tendiere ich momentan eher zu einer Steinmischung mit einem Anteil von helleren, grauen Steinen. Auch hier verschwinden die fein geätzten Punktkontakte schön in den etwas unruhigeren Schattierungen der verschiedenfarbigen Schottersteine. Doch auch bei Basalt scheinen die Pukos nicht allzu sehr aufzufallen. Allerdings ist mir das Erscheinungsbild des Basalts für die alten Holzgleise zu monoton und zu clean. Nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, welchen Schotter ich verwenden möchte, habe ich begonnen, die Gleise einzuschottern. Wobei ich hier leider vorrangig Bilder vom Schottern des Privatanschlusses Feldheim zeigen muss, denn das Einschottern der Paradestrecke lief leider nicht ganz so wie erwünscht. Darauf komme ich gleich zurück. Zunächst verteile ich die Schottersteine gleichmäßig und forme das Gleisbett. Hierfür gibt es diverse Werkzeuge, wie zum Beispiel Schotterhilfen in Trichterform. Auch die Verwendung guter alter Filmdöschen habe ich schon mehrfach gesehen. Ich verwende einfach einen Teelöffel. Das funktioniert für mich problemlos. Mit einem Pinsel können die Steinchen verteilt und glatt gestrichen sowie letzte Korrekturen durchgeführt werden. Nach Möglichkeit sollten keine oder zumindest möglichst wenige Steine auf den Schwellen liegen bleiben. Neben dem Schotterbett streue ich noch einen dünnen Streifen Sand, um den Randweg und den Übergang zur Vegetation anzudeuten. Mit entspanntem Wasser, das heißt Leitungswasser mit einem Tropfen Spülmittel, sprühe ich das Schotterbett vorsichtig ein. Dabei muss man darauf achten, das schön gestaltete Schotterbett nicht wegzupusten oder fortzuschwemmen. Im Notfall mit der Sprühflasche eher einen etwas größeren Abstand halten oder den Sprühnebel etwas feiner einstellen, falls das geht. Diese Prozedur hilft, dass der Kleber zwischen die Steine kriecht und das gesamte Schotterbett verbindet. Nun kann der Oberbau mit Kleber fixiert werden. Damit das Schotterbett nicht komplett aushärtet und mit dem Trassenbrett keinen Resonanzkorb bildet, verwende ich hierfür dauerelastischen Schotterkleber, den es von verschiedenen Herstellern gibt, und entspanntem Wasser im Verhältnis von ca. 1:1. Eine Einwegspritze hilft mir, den Kleber gleichmäßig aufzutröpfeln. Nach dem vollständigen Austrocknen verschwindet auch der weißliche Schimmer des, in meinem Fall auf Kautschuk basierenden, dauerelastischen Klebers vollständig wieder.
Was tatsächlich leider nicht verschwindet, sondern dauerhaft bleibt, ist, dass einige Gesteinssorten Feuchtigkeit aufnehmen und durch das Verkleben auch nicht mehr abgeben, sodass das Schotterbett teilweise nach dem Verkleben signifikant dunkler ist als vor dem Festkleben. Hier hilft leider dann nicht der Trockentest, wie ich ihn zuvor gemacht habe, sondern man muss sogar einen kleinen Streckenabschnitt testweise final verkleben, um das endgültige Ergebnis bezüglich des Erscheinungsbildes abschätzen zu können. Wie man an meinen Gleisen mit Betonschwellengleis sieht, ist der Basaltschotter nach dem Verkleben leider deutlich dunkler geblieben als im trockenen Zustand beim Test zuvor. Ob ich das so wirklich haben möchte und es so lasse, weiß ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht. Daher habe ich auch nach dem Einschottern des ersten Meters der Paradestrecke bereits wieder aufgehört und werde erst einmal in mich gehen, wie zufrieden ich mit der Optik der geschotterten Betonschwellengleise letztendlich bin. Ist man mit dem Ergebnis jedoch zufrieden, kann man das Schotterbett absaugen, um nicht haftende Steinchen zu entfernen, bevor sie sich im Getriebe der Triebfahrzeuge wiederfinden, und bei Bedarf auch Steine von den Schwellen abkratzen oder einfach mit der Pinzette abziehen. Mit dem Einschottern der Gleise wäre der eigentliche Gleisbau hier nun abgeschlossen und man könnte mit der Gestaltung der umgebenden Landschaft und der Vegetation weitermachen. Allerdings ist bei mir leider zuvor noch ein langer Abschnitt der Paradestrecke nach wie vor zu schottern. Zudem steht noch der komplette Gleisbau der Nebenbahn an, bevor ich mich um die Begrünung meiner Anlage kümmern möchte. Die Arbeit an meinem Anlagenprojekt geht mir also nach wie vor nicht so schnell aus. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dabei ein Stück weit begleitet und bald mal wieder in meinem Hobbykeller vorbeischaut. Bis dann!